Youssoufa Moukoko ist eines der größten Talente momentan in der Fußballwelt. Wie wird aber seine Karriere aussehen, das finden wir heute heraus. Natürlich startet er in die erste Saison bei seinem aktuellen Verein Borussia Dortmund. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im ersten Jahr sind Mahrez, Lewandowski, Messi und Benzema. Und gewonnen hat am Ende Lewandowski den Ballon d'Or. Und hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, vor allem, würde ich sagen, mit ein paar Manchester City-Spielern. In der Liga sah es alles andere als gut aus. Am Ende hieß es für Dortmund nur siebter Platz. Damit hat man noch nicht mal die Champions League erreicht und die Erwartungen nicht erfüllt. Im DFB-Pokal ist man dann auch im Viertelfinale gegen die anderen Borussen ausgeschieden aus Gladbach, die dann auch am Ende den DFB-Pokal sogar gewonnen haben. Ganz überraschend lief es aber in der Champions League absolut perfekt und man konnte am Ende gegen Manchester United 3-2 im Finale gewinnen und hat damit sich auch noch für die Champions League qualifiziert. Moukoko sind in dieser Saison immerhin 11 Tore gelungen und er ist hoch auf eine 75. Selbstverständlich bleibt Moukoko ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund, vor allem nach dem Champions-League-Gewinn. An dem Team von Dortmund hat sich auch nichts großartig verändert. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind in diesem Jahr Mahrez, Neymar, Messi und Benzema. Und am Ende konnte Karim Benzema den Ballon d'Or gewinnen. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, diesmal ein bisschen mehr durchgemixt von Spielern aus verschiedenen Vereinen. Leider blieb man wieder hinter den Erwartungen in der Bundesliga. Am Ende hieß es nur Platz 5 und das heißt wieder, dass die Champions League nicht erreicht wurde, zumindest durch die Bundesliga. Dafür lief es aber im DFB-Pokal deutlich besser, da konnte man im Finale 3-1 gegen Mainz 05 gewinnen und hat sich somit den Titel da gesichert. Nachdem Dortmund aus der Champions League in die Europa League abgerutscht ist, ist man auch im Achtelfinale schon rausgeflogen gegen AC Mailand und am Ende hat Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen. Moukoko konnte in dieser Saison alle Spiele absolvieren, dabei sind ihm 14 Tore und eine Torvorlage gelungen und er ist hoch auf eine 80. An dieser Stelle lasst gerne ein Abo da, um bei den kommenden Spielerkarrieren mitzubestimmen und diese nicht zu verpassen. Auch wenn sich Moukoko mit Dortmund nicht für die Champions League qualifiziert konnte, bleibt er ein weiteres Jahr beim BVB. An dem Team hat sich auch nicht wirklich was verändert. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Messi, Neymar, Phil Foden und Robert Lewandowski. Und am Ende hat Neymar den Ballon d'Or gewonnen. Hier im Hintergrund seht ihr ebenfalls noch das Team des Jahres. Diesmal lief es für Dortmund perfekt in der Bundesliga. Dort konnte man am Ende sich mit einem Punkt Vorsprung vor Bayern den Titel sichern und auch im Pokal konnte man ebenfalls das Pokalfinale gewinnen. In der Europa League konnte man es schaffen, bis ins Halbfinale zu kommen. Dort ist man aber dann leider gegen Tottenham gescheitert. Und Paris Saint-Germain hat wieder die Champions League gewonnen. Moukoko hat auch einen wichtigen Teil zu diesem Double-Gewinn beigesteuert. Dabei hat er nämlich 23 Tore und 2 Torvorlagen gemacht und er ist hoch auf eine 86. Und auch wenn es mit Dortmund gerade in der Bundesliga rund lief, hat sich Moukoko entschieden, zum Konkurrenten Bayern München zu wechseln, da er dort bessere Zukunftsaussichten sieht. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team von Bayern München, mit dem Moukoko auf Titeljagd gehen will. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Mohamed Salah, Dusan Vlahovic, Neymar Jr. und Diego Jota. Und am Ende konnte Mohamed Salah sich den Ballon d'Or sichern. Hier im Hintergrund seht ihr ebenfalls noch das Team des Jahres. Und in der Bundesliga lief es direkt auf Anhieb souverän, dort konnte man mit 20 Punkten Vorsprung vom zweiten Leverkusen den Titel holen. Im DFB-Pokal lief es aber dafür nicht so gut. Dort ist man direkt am Anfang schon rausgeflogen gegen Werder Bremen und am Ende hat Gladbach gegen Borussia Dortmund das Finale gewonnen. In der Champions League sah es dafür wieder besser aus. Dort konnte man das deutsche Finale wie damals 2013 diesmal mit 3-1 gewinnen und hat damit die Champions League auch noch gewonnen. In seiner ersten Saison für Bayern München konnte er alle Spiele absolvieren. Dabei sind ihm dann 19 Tore und 2 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 88. Nach dem Sieg in der Champions League und der Bundesliga ist es natürlich keine Frage, Moukoko bleibt weiterhin bei Bayern München. Das Team hat sich auch punktuell etwas verbessert und mal sehen, was diese Saison möglich ist. Im fünften Jahr gehörte dann Moukoko auch zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or-Titel neben Timo Werner, Ferran Torres und Kai Havertz. Und am Ende konnte Moukoko sogar jetzt seinen ersten Ballon d'Or verdienterweise natürlich gewinnen. Und auch in der Bundesliga lief es natürlich mal wieder blendend. Dort ist man mit einem 11-Punkte-Vorsprung am Ende Meister geworden. Im DFB-Pokal ist man dann ärgerlich im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Leverkusen rausgeflogen. Diese haben dann aber am Ende auch den DFB-Pokal gewonnen. In der Champions League war man auch nicht dieses Jahr erfolgreich. Dort ist man im Achtelfinale deutlich gegen Manchester City rausgeflogen und am Ende hat Barcelona die Champions League gewonnen. Moukoko hat dennoch eine gute Saison gespielt. 24 Tore und 2 Torvorlagen in 47 Spielen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 90. Es geht in die nächste Saison für Moukoko.
weiterhin bei Bayern München. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team, an dem sich nichts geändert hat. Und auch in diesem Jahr gehörte Youssoufa Moukoko zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or, neben Dusan Vlahovic, Phil Foden und Joao Felix. Diesen hat aber leider Phil Foden gewonnen. Dafür gehörte aber Moukoko ein weiteres Mal wieder zum Team des Jahres dazu. In der Bundesliga lief es wieder, zwar diesmal nur 3 Punkte Vorsprung, aber am Ende Bayern München ist wieder Meister geworden. Im DFB-Pokal musste man wieder eine Niederlage verzeichnen, direkt am Anfang, diesmal im Elfmeterschießen gegen Nürnberg hat man verloren und am Ende hat Bielefeld sogar einfach den DFB-Pokal gewonnen. In der Champions League ist man wie im Vorjahr ebenfalls im Achtelfinale wieder rausgeflogen, diesmal gegen Chelsea und etwas knapper, aber Chelsea hat auch am Ende den Titel gewonnen. Moukoko konnte in der vorletzten Saison dieser Karrieresimulation immerhin noch 26 Tore und 4 Torvorlagen erzielen und ist hoch auf eine 92. Es geht in die 7. Saison für Moukoko und auch damit die letzte Saison dieser Karrieresimulation. Diese spielt er natürlich weiterhin bei Bayern München. An dem Team hat sich auch nicht wirklich was verändert. Und auch in dieser Saison gehörte Moukoko wieder zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or-Titel neben Joao Felix, Phil Foden und einem Payard. Und ein weiteres Mal muss er sich geschlagen geben gegen Phil Foden, dafür ist aber wiederhin im Team des Jahres vorhanden. In der Bundesliga konnte Bayern München wieder absolut dominieren, 16 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg und das bedeutete die Meisterschaft. Der Fluch im DFB-Pokal hielt aber weiterhin an, Runde 2, also direkt war Schluss gegen Holstein Kiel und am Ende hat der Big City Club aus Berlin gewonnen. In der Champions League war auch im Viertelfinale aus, diesmal gegen einen anderen englischen Club und zwar Tottenham und am Ende hat Barcelona die Champions League gewonnen. Schaut euch gerne auch noch die anderen Spielerkarrieren-Simulationen an und schreibt in die Kommentare, welchen Spieler ihr als nächstes sehen wollt.